Hi, liebe Menschen. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass wir von diesem Drehbuch der 1930er abweichen. Diese Großdemonstrationen, diese antifaschistischen Demonstrationen überall in Deutschland, vor allem aber auch die kleinen Demonstrationen in den AfD-Hochburgen im Osten, haben mir Hoffnung gegeben. Denn so mobilisiert war die Breite der Gesellschaft vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten nicht. Und das ist eine Chance. Wir müssen diese Chance jetzt aber nutzen. Die Menschen haben gesprochen in einer beeindruckenden Demonstration demokratischer Aktivität. Und diese Aktivität darf jetzt nicht versiegen, zumindest bis die Minimalforderung erreicht ist. Ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Wie sehr die Politik auf diese Forderung hört, wird auch zeigen, ob unsere repräsentative Demokratie tatsächlich repräsentiert. Und damit, ob sie überlebensfähig ist. Aber Marina, ein AfD-Verbotsverfahren könnte die AfD stärken, besonders wenn es scheitert. Wenn ein AfD-Verbotsverfahren die AfD wirklich stärken würde, dann müsste sie das doch eigentlich heimlich anstreben. Aber sie scheint ziemlich viel Angst davor zu haben. Wenn ein Verbotsverfahren eine Partei stärkt, warum fordert dann die SPD kein SPD-Verbotsverfahren? Seltsam. Ein AfD-Verbotsverfahren wäre gut für die Demokratie und schlecht für die AfD, selbst dann, wenn es scheitert. Erstens lenkt ein Verbotsverfahren das Augenmerk auf alle Aussagen, die potenziell rechtswidrig sein könnten. Und das schränkt die AfD ziemlich darin ein, was sie öffentlich sagen kann. Es hindert sie daran, Rassismus weiter zu enttabuisieren. Ihre radikalen Mitglieder werden sauer auf die Führungsriege, ob ihrer weichen Sprache. Es wird interne Konflikte geben und die Partei insgesamt wird geschwächt. Zweitens hat ein Verbotsverfahren gegen eine Partei eine normative Wirkung. Es ist ein Signal, das sagt, diese Partei ist keine normale Partei. Was sie da sagt, ist nicht normal. Sicher, der harte Kern wird sich umso fester um die Partei versammeln. Aber die Leute, die eigentlich nicht radikal sein wollen, die sich selbst erzählen, dass sie eine normale demokratische Partei wählen, die werden abgeschreckt. Und in denen liegt ja das Wachstumspotenzial der AfD. Wäre es nicht richtiger, die AfD inhaltlich zu stellen? Wieder und wieder und wieder zeigen Studien, dass rassistische und populistische Bewegungen völlig unempfindlich gegen Argumente sind, weil sie nicht für ihre Argumente gewählt werden. Sie verkaufen ein Gefühl des Hasses und der Enttäuschung und dagegen gibt es kein rationales Argument. Debatten mit rechten Parteien stärken rechte Parteien. Das Übernehmen ihrer Positionen in abgeschwächter Form stärkt rechte Parteien. Und es schwächt diese sogenannten Parteien der Mitte, weil ihnen nicht nur die Leute weglaufen, die lieber das rassistische Original wählen, sondern auch diejenigen, die keine rassistische Politik wählen wollen. Die AfD ist nicht gekommen, um zu debattieren. Sie ist gekommen, um den Debattierclub abzubrennen. Und je länger wir darüber naiv sind, desto mehr Macht wird sie gewinnen, bis es keine Plattform mehr gibt, an der man irgendwas politisch in Frage stellen kann. Es gibt in Deutschland etwa 20-25% latente Rassisten und Antisemiten. Die gab es in den 90ern, die gab es in den 2000ern, die gibt es jetzt. Das ist nicht, was sich verändert hat. Was sich verändert hat, ist, dass diese Leute sich jetzt trauen, viel offener zu sprechen und dass sie eine politische Repräsentation haben. Das ist, was man bekämpfen muss. Man muss ihre Positionen wieder tabu machen. Man muss ihnen Staatsgelder entziehen. Was sie privat in ihren Küchen denken, ist mir völlig egal. Ich will sie von der Regierungsbank fernhalten. Wir haben dieses Instrument des Parteiverbots in unserem Grundgesetz für genau diesen Fall. Aus genau der Lehre, dass man eine Demokratie mit demokratischen Mitteln zerstören kann. Und die Proteste geben zusätzliche demokratische Legitimation für die Anwendung dieses Instruments. Wir haben die Möglichkeit, nein, die Verpflichtung, es anzuwenden. Und dann? Was machen wir damit, dass wir jetzt gesehen haben, dass es einen Nährboden für diesen Vertrauensverlust in die Politik gibt?
dass eine rechte Partei in Deutschland Mehrheiten sammeln kann. Was machen wir mit all der demokratischen Energie, die auf diesen Demos zusammengekommen ist? Der Erfolg der Demos bestand darin, dass wir ein riesiges Bündnis schließen konnten auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und der war: Wir wollen keine menschenfeindliche Politik. Wir können uns über alles streiten, aber hierüber nicht. Und wir haben einen Zusammenhalt erlebt, uns gegenseitig versichert, wir sind mit dieser Einstellung nicht allein. Wir sind wirkmächtig und wir finden Schutz und Halt ineinander. Diese Demos werden nicht reichen. Das hier ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Die Leute werden Pläne an Wochenenden haben. Sie sind erschöpft von der Arbeit. Sie werden sich über Regierungspolitik ärgern. Dieser Widerstand allein ist nicht zuverlässig. Und es wird nicht reichen, die AfD zu verbieten. Das ist ein notwendiger, aber kein hinreichender Schritt. Denn die Demokratie hat offensichtlich blinde Flecken, die Rechtsextreme ausnutzen. Man tut jetzt in Talkshows und in fast allen Parteien so, als sei dieser blinde Fleck Migrationspolitik und diskutiert darüber. Während der Demos verabschiedete die Regierung ein Gesetz für eine striktere Regelung der Staatsbürgerschaft. Dabei ist das ein Kardinalsfehler. Von einem Migrationsproblem zu sprechen, wie das neulich in einer Talkshow im Öffentlich-Rechtlichen der Fall war, das ist genau die Erzählung der AfD. Das ist, womit sie Stimmen sammelt. Mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat in seinem Alltag ein echtes, konkretes Problem, das Migrationspolitik betrifft? Weil wenn ihr euch mal anschaut, was euch im Alltag ärgert, was euch Sorgen macht, hat das wirklich mit Migranten zu tun? Es ist ein Ablenkungsthema. Hier ist meine radikale These. Das ständige Reden über die AfD und ihre Themen stärkt sie eher. Der beste Kampf gegen Rechts ist nicht über Rechte zu sprechen. Huch, worüber dann? Wir haben zu einem starken Zusammenhalt mit hoher Strahlkraft gefunden über einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Es ist aber nicht der einzige Nenner, den viele Menschen gemeinsam haben. Es gibt andere recht unkontroverse Themen, die die meisten Menschen unterstützen würden. Zum Beispiel, die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Die reichsten Deutschen haben in den letzten Jahren ihr Vermögen verdoppelt, während Politiker sich darum prügeln, wie man am besten an den Ärmsten sparen kann. Menschen können mit ihrem Gehalt effektiv weniger kaufen und werden teilweise von sozialer Teilhabe ausgeschlossen. Wäre es also nicht mal Zeit, über eine Vermögenssteuer zu sprechen, und zwar genauso prominent, wie wir darüber sprechen, wie wir das Bürgergeld möglichst sanktionieren können und an den Ärmsten sparen? Oder es ist recht universell anerkannt, dass Bildung das wichtigste Kernelement eines späteren erfolgreichen Staates ist und für Chancengleichheit. Gleichzeitig ist es unstrittig, dass im Bildungssystem zu wenig Geld, zu wenig Personal, zu wenig Zeit ist. Das wäre mal eine haushaltspolitische Debatte, oder? Nicht nur Sonntagsreden zur Wichtigkeit der Bildung, sondern eine tatsächliche Neubewertung der Wichtigkeit von Schulgebäuden, von multiprofessionellen Teams, von Verwaltungsfachkräften an Schulen. Mir fällt kein einziger Mensch ein, der ernsthaft dagegen sein könnte. Trotzdem haben wir keine prominente, aufgeregte Diskussion jeden Abend in Talkshows. Oder wir haben immer noch eine gravierende Pflegekrise, die damit zu tun hat, welche Anreize Krankenhäuser finanziell haben und das Pflegepersonal schreckliche Arbeitsbedingungen erfährt. Das ist unstrittig und es geht uns alle an, früher oder später. Wäre es nicht an der Zeit, dass wir unseren Kampfgeist gegen die AfD nehmen und ihn darauf richten, die eigentlich wichtigen Themen wieder in den Mittelpunkt der Politik zu stellen? Eine Demo für ein neues Schulgebäude, Briefe an Abgeordnete schreiben für eine Vermögenssteuer, diese verdammte Schuldenbremse in Frage stellen. Natürlich wäre das alles eigentlich die Arbeit gewählter PolitikerInnen und der Massenmedien, deren Job ja eigentlich die Einordnung der Themen nach Wichtigkeit ist und nicht das Breittreten der Erzählung des Tages. Aber hey, wenn sie es nicht von sich aus machen, dann müssen wir es fordern. Und ja, Briefe machen Druck. Höflich, wohl argumentiert, handsigniert. Demos machen Druck.
Protestaktionen machen Druck. Es ist unsere Aufgabe, die repräsentative Demokratie repräsentativer zu machen, der Jugend eine stärkere Stimme zu geben, Armutsbetroffenen, schlechter vernetzten Menschen, der Kommunalpolitik. Es gibt 1000 Baustellen, an denen ihr anpacken könnt. Und keine davon muss sich um AfD-Wähler drehen oder um die Exklusion von Menschen. Ihr seid die Experten eurer Lebensbereiche. Und wenn die Politik das nicht abbildet, dann müssen wir es aufzeigen. Laut. Und zusammen sind wir laut. Es wird jetzt Zeit für neue Bündnisse, die sich um tatsächliche Themen der Zukunft drehen. Wie wollen wir leben? Wenn unsere Demokratie nicht sterben soll, dann muss sie sich verändern. Lebendiger werden, inklusiver werden. Jetzt. Also tut heute etwas, das ihr euch gestern nicht zugetraut hättet.